Da schließt sich direkt die Frage an, wie viel Admin-Account kann ich irgendwie erstellen? Also, dass ich nicht das alleine immer verwalte, sondern meinen Kollegen dann entsprechend auch die Rechte geben kann, hier erstellt eine Gruppe und so weiter, damit ich nicht für die immer ständig die Gruppen erstellen muss. Also, das wäre Genau, jetzt. also kannst so viele Admins und Moderatoren benennen, wie du willst. Kurz vielleicht, Administratoren sind Leute, die einen Gesamtüberblick über die App haben, also meistens Hauptamtliche, die auch Statistiken einsehen können. Und Moderatoren sind meistens, ja, sind oft dann quasi Ehrenamtliche, die können keine Statistiken einsehen, aber können zum Beispiel so Dinge wie Kommentare löschen oder Beiträge von anderen Nutzern bearbeiten, solche Sachen, Gruppen erstellen, logischerweise, ist dann schon in diesem Level möglich. Also wir haben versucht, das so einfach wie möglich, nicht tausende Rechte zu machen, sondern das in sinnvollen Gruppen zusammenzufassen quasi. Danke.